Jo, moin zusammen. In diesem Video will ich mit euch zusammen meinen Wascheimer bekleben. Ihr wisst, beim schwarzen Eimer habe ich das ja schon gemacht. Vielen Dank hier nochmal für die Logoerstellung und das Ausdrucken an die beiden Community-Mitglieder. Sieht soweit auch richtig geil aus, auf dem schwarzen Eimer mit dem weißen Logo und auf dem weißen Eimer werden wir jetzt das schwarze Logo auftragen. Ja, gefällt mir auch richtig gut, echt cool und so macht man noch ein bisschen Gesprächsstoff in der Waschanlage. Also, legen wir los. Jo, im ersten Schritt muss ich natürlich hier, nehmen wir Liqui Moly, Silikon und Wachsentferner, wirklich diesen Kunststoffbereich richtig schön reinigen, damit der Aufkleber auch möglichst lange darauf halten kann. Also, dass die Stelle hier vorbereitet ist, man sieht das auch, der Schmutz wird auch gleichzeitig entfernt. Es geht damit ganz easy. So, machen wir zur Sicherheit noch ein bisschen. Und nein, wie auch beim letzten Video, ich habe keine Trägerfolie zur Verfügung. Ist aber nicht das Problem, denn wie ich finde, auch auf dem anderen Eimer hat das problemlos gehalten, obwohl ich da mit meinen kleinen fettigen Fingern ein bisschen dran gegangen bin. Aber das klappt soweit. Und von daher mache ich das jetzt hier auch ohne Trägerfolie. Wird zwar nicht zu 110% gerade und perfekt, aber das soll ausreichen, das gefällt mir dann soweit. Ja, von der Ausrichtung her haben wir hier den Bügel, also sollte das Logo auch hier sein. Wir haben ja allerdings noch den Warnhinweis, müssen wir gucken, dass wir es platziert bekommen. Sollte aber klappen, denke ich. So, also Aufkleber. Würde ich sagen, mache ich den nämlich auch genau hier richtig schön mittig. So, und die Wasserspritzer kommen gleich auch noch so ein bisschen tiefer, hier in der Höhe ungefähr. Ja, ich versuche mal mein Glück. Ja, wo fangen wir an? Da. Also, ich fasse jetzt daneben, ne? Und nicht auf den Kleber. So wie auch beim letzten Video hatten einige gemeckert, ich hätte das total falsch gemacht. Also ist ja quasi auch eine Trägerfolie hier. Ich weiß gar nicht mehr, war das bei dem anderen anders? Gerade nicht mehr sicher. So, ein bisschen tiefer. Ah, ich glaube, ein bisschen schräg, aber deutlich besser als der letzte, würde ich behaupten. So. Und dann richtig schön überall die Luftbläschen rausholen. So, und hier nochmal richtig schön. So, jetzt können wir hingehen. Ganz vorsichtig hier die Folie entfernen. Oh ja, sehr geil geworden. Echt genial, wie das Logo hier designt wurde. Und so, das war der erste Part. Jetzt müssen wir hier noch den hier entfernen. Nein, wieso ist denn hier? Der steht da ein bisschen drunter. Ja, da müssen wir jetzt mal ein bisschen frickeln. Ja, das ist doof, der klebt hier ein bisschen mit drauf. Das habe ich aber auch nicht gesehen. So, also müssen wir es jetzt so machen, dass ich unten drunter angefasst habe. Aber wie gesagt, beim anderen Eimer seht ihr auch, das hat soweit echt gut gehalten. Ist jetzt auch schon einige Monate drauf. So. Ach, traumhaft. Gefällt mir echt gut. Also das Logo ist wirklich geil. So. Sehr stark. Jo, das sieht doch schon mal richtig geil aus. Ja, das war der erste Part. Und dann kommen wir jetzt zu dem Part und kleben hier auch noch schön die zwei Wasserspritzer, die jetzt hier aus dem Eimer rauskommen, auf. So, muss mal gucken, ob wir das ungefähr hinkriegen. Ähnlich. Mal den hier. Und den anderen wieder auf das M vom MeToo rüberfliegt. So. Ah, traumhaft, ey. Also, wenn das nicht mega geil ist. Also, das gefällt mir richtig gut. Ich könnte natürlich jetzt hier auch noch Rinse, also fürs Frischwasser, hinschreiben, weil das ist ja der Wascheimer. Das hat der Kollege mir allerdings in Rot gedruckt. Das passt jetzt nicht so. Ich bräuchte das in Blau.
Aber es gefällt mir so auf jeden Fall schon mal richtig gut. So ist das richtig geil. Ein bisschen Eigenwerbung muss sein. Das gehört dazu, wie ich finde. Und ja, ich hoffe sehr, dass euch das gefallen hat. Kann euch auch die Wascheimer wirklich beide nur ans Herz legen. Holt sie euch auch, wenn ihr sie noch nicht habt. Und lasst gerne den Daumen nach oben da. Vielen Dank an die zwei Community-Mitglieder fürs Designen und fürs Drucken. Nochmal an dieser Stelle. Und haut rein. Bis zum nächsten Video. Ciao.